Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, alle an einer digital gestützten Hochschullehre Interessierte. Ich habe in dem Video vorher angekündigt, dass wir einen Testlauf durchführen würden mit einem Setting, in dem bestimmte Nutzerinnen im Raum Noise-Canceling-Headphones tragen, Headsets tragen, um mit Teilnehmerinnen außerhalb des Seminarraums kommunizieren zu können. Das Ganze würde ich Ihnen jetzt, diesen Versuch in einem Zusammenschnitt ganz kurz zeigen und danach Ihnen illustrieren, mit welchem Tool wir als nächstes weiter testen. Sie können an einer ganz bestimmten Stelle, ich werde es im Video markieren, hören, dass es möglicherweise doch auch in kleineren Gruppen möglich ist, miteinander zu kommunizieren, selbst wenn man ein kleines Hintergrundgeräusch hat, dass jemand spricht. Das zeige ich Ihnen aber dann an der betreffenden Stelle und würde Ihnen dann eine Möglichkeit offerieren, wie man dann auch arbeiten kann. Das wird nämlich dann der nächste Test, den wir anschieben und den ich in dem nächsten Video dann berichten wollen würde. Schaltet hier, das ist nicht so ganz ideal. Also bitte nicht wundern, das ist das Zeichen, um die anzumachen, ne? Um die zu aktivieren. Okay. So, folgt mir immer noch nicht. Das darf man im Livestream dann nicht so oft machen. Ja, die Geste ist etwas, kann man falsch deuten, sage ich mal so. Okay, also der Punkt ist ein bisschen der, das scheint tatsächlich an der Qualität der verbauten Mikrofone zu liegen. Wie war denn die Resonanz in der Gruppe? Also ihr habt im Raum gehört, ne? Ja. Also ich habe alles gehört, was Lisa gesagt hat. Auch sehr deutlich und Okay. gar keine Probleme. Lisa hat eine sehr durchdringende Stimme. Ja, also wenn sie lacht, ich zeige euch das mal. Also wenn sie lacht, dann hört man das so, ja, dann hört man das wahrscheinlich durch die. Ist ja bei mir nicht anders. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt mal ich würde euch mal noch um eines bitten, und zwar, ich würde jetzt mal in den Breakout-Room mit Lisa gehen. Also ne, Lisa geht in einen, ich gehe in den anderen. Und dann müssen wir mal überlegen, und Barbara kommt mit mir mit. Und dann probieren wir mal, ob sich unsere Mikrofone voneinander unterscheiden. Also ich habe jetzt ein technisches, Barbara hat eins. Und dann entscheiden wir mal, ob wir Lisa hören oder nicht. Könnt ihr Lisa jetzt hören, wenn sie redet? Ja, ich habe Ja, sie gehört. okay. Okay, gut. Also das funktioniert nicht. Schade. Glaube, wir brauchen ein Richtmikrofon, Alexander. Ja, mit Richtmikrofon wird es zu Mini-Richtmikrofone. Aber das wird zu teuer. Also dann hätte man Headsets und Stefan, hallo. Techniktest. Nee, nein, nein. Techniktest, hybrides Seminar. Hybrides Seminar, Techniktest. Also, nein, wir sind in einer Zoom-Konferenz gerade mit externen und internen und haben gerade mit Noise-Canceling-Headsets probiert. Wir werden auch wahrscheinlich, das wird nicht reichen, also wir werden Richtmikrofone nehmen müssen. Dann würde ich jetzt mal Folgendes vorschlagen. Ich kaufe mir wahrscheinlich diese. Das ist doch viel zu schön. Das ist doch schon rausgeschmissenes Geld, oder? Oder? 27 Euro, was soll das? Ja. Probieren kann man es ja. Hallo, ich habe das Handy-Mikrofon. Naja, Gottes Willen. Besonders gut funktioniert es eben dann nicht mehr, wenn der Redeanteil sozusagen relativ hoch ist, wenn es erstmal nur darum geht, sich kurz für irgendetwas mit irgendeiner Form auszutauschen. Dann mag das gerade noch unter der
Resilienz aller anderen Teilnehmer, die innen, die nicht vor Ort sind, gehen. Aber schön ist, glaube ich, anders, oder? Ja, und für die Gruppendiskussion, also braucht man dann halt auch nicht unbedingt die Noise-Canceling-Kopfhörer. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Dafür würde ein Raummikrofon ausreichen. Ja, einfach ein Konferenzmikro. Ja, also würde ich das Logitech mitnehmen. Okay, dann müsste man aber also nochmal so ein Setting, also dann warte ich mal, bis meine Kopfhörer da sind, also bis dieses Richtmikrofon da ist. Und dann setzen wir das nochmal an, dass man das macht, dass man nochmal die beiden Mikrofone miteinander vergleicht. Und wenn wir dann eine Lösung haben für 30 Euro, würde ich sagen, nicht öffentlich kommunizieren, sondern intern. Kauft und dann geht's los. Ja, das wäre so die Option. Dann könnte man nämlich Seminare hybrid gestalten, was sonst nicht geht. Also das ist der Sinn und Zweck der Übung gerade. Also wenn wir keine technische Lösung bekommen dafür, dann werden bestimmte Arbeitsformen im Seminar nicht mehr gehen. So, wie Sie jetzt gehört und gesehen haben, ist das Arbeiten mit Noise-Canceling-Headphones möglich und Headsets möglich. Allerdings wurde sehr schnell deutlich, dass man doch Umgebungsgeräusche, wenn auch leise, hört. Und das liegt daran, dass selbst wenn Sie Noise-Canceling-Headsets haben, Ihnen diese zwar die Umgebungsgeräusche herausfiltern, allerdings heißt das noch nicht zugleich, dass Ultra-Noise-Canceling-Microphones, also Mikrofone, die die Umgebungsgeräusche nicht mit aufnehmen, weil sie eine sogenannte Shotgun-Charakteristik haben, aufnehmen. Das geht auch gar nicht, weil sie nicht zu Ihrem Mund gerichtet sind. Das heißt, sie haben meistens eine Kugelcharakteristik und nehmen deswegen auch, sind nicht gut geschirmt. Und jetzt bestünde einfach die Möglichkeit, dass nur einer im Raum spricht. Das ist allerdings nicht sehr zufriedenstellend und lässt sich, wie im Video gesehen, auch mit anderen Möglichkeiten realisieren, also mit Raummikrofonen. Dann sind Gruppendiskussionen möglich und Lektüre, gestützte Seminare, aber keine Arbeit in Kleingruppen mehr. Und darauf wollen wir ja hin. Das im Video angesprochene Thema, nämlich Richtmikrofone zu verwenden, das würde ich gerne als nächstes testen. Ich habe hier ein Rode und ich würde Ihnen ganz gerne mal die Richtcharakteristik illustrieren mit dem Mikrofon, das ich jetzt gerade verwende. Achtung, erschrecken Sie bitte nicht, das kann kurz knacken. Und jetzt sollten Sie mich durch dieses Richtmikrofon hören und wenn ich dieses Richtmikrofon von mir weghalte, dann verschwindet auch automatisch diese Spracheingabe, die ich dann sofort wieder heranholen kann und deswegen gerichtet tatsächlich kommunizieren und sprechen kann in einem bestimmten Kontext. Und je weiter Sie das Mikrofon von sich weghalten, umso geringer wird der Einfluss, den man auf Band von diesem Mikrofon selbst hat. Da es keine Kugelcharakteristik, sondern eine Shotgun-Charakteristik hat. Das heißt, auf einen bestimmten Punkt gerichtet ist. Jetzt ziehe ich das Mikrofon kurz wieder raus. So. Und mit diesen Shotgun-Mikrofonen lässt sich möglicherweise in Kombination eine hybride Seminarumgebung schaffen, in der man auch in kleinen Gruppen wird diskutieren können. Das testen wir als nächstes aus. Und ich hoffe, dass Sie gespannt auf das Ergebnis warten. Ich jedenfalls bin es. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch das nächste Video wieder mitschauen. Und eventuell haben wir dann eine sehr, sehr schöne und doch nicht ganz so teure Lösung für die hybride Lehre im Seminarraum. Denn dann können Sie theoretisch ein sehr einfaches Stereo-Headset benutzen, ohne Noise-Canceling, das gut geschirmt ist. Und ein Richtmikrofon, also das klassische Podcast-Setting. Und damit ließe sich dann ein hybrides Seminar gestalten. Aber darüber berichte ich zu einem anderen Zeitpunkt in dieser kleinen Reihe. Bis dahin, tschüss.